Ah, ich sehe, wie meine Energie schwindet. Vielleicht mal einen Felsneck verschnabulieren. Schön ordentlich weggesnackt. Jop, jop, jop. Einmal Kupfer. Nenn du? Achso. Ich dachte, ich hätte jetzt schon wieder irgendwas Neues gefunden, was ich nicht aufheben kann. Das wäre echt nervig gewesen. Na bitte. 7 Uhr abends, wir finden den Gang in die zweite Etage. Shit. Du fühlst dich langsam erschöpft. Darum snacken wir jetzt erstmal eine Runde. Ich glaube, hier gibt es auch nicht mehr so viel zu holen. Na, es ist definitiv besser, erstmal früher hier in die Mine zu gehen. Und ich glaube, es ist auch am sinnvollsten, wenn wir uns bis dahin auch schon das neue Backpack besorgt haben. Der wichtigste Backpack-Rapper hier. Oder so. Whoop. Whoop, whoop, whoop. Ach ja, wenn das man alles so einfach wäre. Blub, blub. Oh, mein Kupferbarren ist fertig. Und ich kann ihn natürlich nicht mitnehmen, weil es wäre ja auch zu einfach. So, der kommt hier rein. Earth Crystal, a resinous substance found near the surface. Na okay. Bugmeat kommt hier auch mit rein. Und der Rest vom Schützenfest kommt hier rein. Sie ist wirklich schleimig. Genau so hab ich's gern. Oh yeah. Hallo Katze. Los, lass mich dich lieben, lass mich dich lieben! Geh ich halt ins Bett. Ling. Das wäre mir doch schön für ein oder Zeit für ein Level-Up, ist ja schön. Okay, morgen ist ein Eierfestival. Das Event take place, wenn ich genau sagen, bitte 9 am. Okay, so zwischen 9 und 9 Uhr morgens und 2 Uhr nachmittags ist das Eierfest. Ja, weiß ich schon, Luis, alles cool, alles cool. Ich habe Fernsehen geguckt. Ich habe Ahnung, ich weiß, wovon ich rede. Hier. Ich glaube, wir haben Ernte gemacht. Ja. Wir Böhnchen. Jedes Böhnchen gibt Dönchen. Mhm. So, die Ernte ist gegossen. Eine heben wir uns auf. Zwei verkaufen wir. Wild Six. Wir brauchen 10 Kupferbarren.
5 Refined Quartz. 10 Erdkristall, heftig. Das ist wirklich richtig heftig. Sollte ihr auf der Farm noch ein kleines bisschen aufräumen, finde ich. Ich mag das nicht, wenn das so zuwächst und alles so meh ist. Nein, du wächst hier nicht, Baum. Du wächst hier nicht. Dum, 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 dum. Stark genug, um diesen Stamm zu zerstören. Vielleicht übertreibe ich auch manchmal ein kleines bisschen, ich weiß es nicht. Ich kann es so direkt nicht definieren. Und so. Klops, klops, klops. Scheiße, wächst ja ganz schön schnell wieder nach, muss ich zugeben. Deine Pickaxe ist nicht stark genug. Habe ich auch nie behauptet. Das wäre ja sonst zu einfach und das wäre dann zu einfach, wenn es zu einfach wäre. Und so. Ich glaube, sollten wir noch eine Kiste bauen. Ja, eine Kiste. Ich weiß nicht, was ich da reinmachen soll. Ich habe ja jetzt hier nur schon ein bisschen Krams drinne. Ich glaube, ich pack den Fisch da hinten rein. Den Fisch, den ich natürlich nicht mitnehmen kann, weil mein Backpack immer noch zu wenig hat. Bäh. Rennen wir also hin und her. Haben wir sonst nichts zu tun. Seaweed. Und die Angel. Das waren es alle. Ich könnte vielleicht auch ein paar Fische verkaufen, aber ich, ehrlich gesagt, will ich noch gar nicht. Hm. Ich habe keine Energie mehr. Mann, wie soll ich denn an Energie rankommen? Das ist doch echt zum Mäusemelden. Hallo Mimi. Hallo Mimi. Ja, mal nach auf der Yacht gehen, nach ein paar Samen. Samen! Hier komme ich nicht durch. Ach, ist das nicht schön? Ich komme nirgends. Ich muss irgendwie echt mehr aufräumen, es ist grauenhaft. Das geht, so kann man auch Gras schneiden. Wenn du, was bist du denn Schönes? Aha, ein Kienappel. Hab ich's doch gewusst. Okay, also Eicheln,
sind scheinbar ein bisschen selten. Ach, guck mal, einer schau. Lame. Ah, ich sag's doch, die Bäume wachsen nach. Haha, ich hab's zwar nicht gesagt, aber es ist egal. Können wir mal eine Runde rumrennen, einfach mit den Leuten quatschen. Shop. Hallo Robin, was verkaufst du denn? Holz, Steine? Ein Fenster. Ein kleines Fenster. Leben kann ich bei dir auch verkaufen. Kalender. Oh. Kalender. Budget-TV haben wir. Das sind Rezepte zum selber basteln. Schön. Nichts Interessantes dabei. Was haben wir hier? 1000G. 10.000 meine ich. Und 450 Holz. Nö, ich bin nicht interessiert. Houses for cooked dwelling animals. Teuer. Ah, allows you to cut and store grass for feed. 10 Clay, 5 Copper Bar. Die Copper Bar haben wir noch nicht. Yeah, demolieren. Zerstören. Aber ich habe ja nichts zum Zerstören. Düdüm. Brechen, bauen. 10 Lehm, 100 Steine, 100 Gold und 5 Kupferbarren. Alter, 100 Hardwood. Krass. Slime Hutch. Mhm. Ist ja interessant. Iridium. Mhm. Okay. Sorry, wenn ich ein bisschen grantig wirke. Bin ein bisschen kaputt von Arbeit gestern. 10 Kisten mit Archivfall, seltener Pilchen, Wilkins, Force aus. Bla bla bla, ich rühre es gar nicht. Robin hat ein heißes Gemüt. Es ist besser, auf ihrer guten Seite zu stehen. Hahaha, aber danke, dass ich das gesagt habe. Funny. So, das war ja der Keller. Sebastian. Du hast meinen Sohn Sebastian getroffen, ne? Er lebt im Keller. Dort ist er eingesperrt. Er ist ein wenig schüchtern, aber ich bin sicher, er wärmt sich. Er wird warm, wenn du nett zu ihm bist. Oh Gott, ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Ja, yep, definitiv sollte ich gehen. Hm. Hier wächst nirgendwo irgendwas, was man mitnehmen kann. Was ist denn da für eine blöde Stadt? Hier, du bist schuld. Ich hoffe, alles auf gut auf Bett. Ich hasse es zu sehen, wenn alles wieder vertrocknen würde. Hey, ignoriert dich. Bitch. Hm. Da ich jetzt so kleine Felder habe und ja, ich verbringe den ganzen Tag in Front von diesem hässlichen, dämlichen Scheiß YouTube. Ich wünschte, er würde mehr rausgehen. Ein bisschen frische Luft schnuppern würde ihm sehr gut tun. Jo. Mein kleiner Bruder kann. Er ist so aufgeregt vor Festivals. Er redet über nichts anderes. Außer über das Morgi Eier Festival. Ist ja fast so, als ob jeder für bezahlt Werbung zu machen.
Und jo. Oh, guck mal. Kühe? Schweine? Weiß ich nicht. Tiere. Oh, ein Pferdeschuh. Pferdeschuh. Tut, was immer ein Pferdeschuh tut. Ja, Rettich, ich weiß. Oder Ekelrettich, wie ich ihn nenne. Noch ein paar Frühlingszwiebeln. Schön. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts weiter, oder? Es wird was denn bitte? Du hast die verschwundene Axt gefunden. Bring sie besser zurück zu Robin, bevor sie dir damit die Kehle durchschneidet. Zum Beispiel. Ach ja, was für ein schöner sonniger Frühlingstag. Die Sonne lacht, die Vögel singen. Ein schöner Tag, sich umzubringen. Habe ich nicht gesagt. Nein, das kam aus eurem Lautsprecher, nicht von mir. Definitiv. Ach, ein Woodpecker. Ist das... fliegt er natürlich weg. Ich verbreite Terror, Angst und Schrecken. Whip. Whip. Gut. Schneide mir mal eine Schneise durch das dichtige Hölz. Gut. Warum kann das nicht ein ganz normaler, gewöhnlicher Tag-Quest-Gegenstand sein? Nee. Den Pferdeschuh bringe ich noch ins Gemeindehaus. Oh, ein Lauch. Praktisch. Warum immer diese weiten Wege, ja? So ein paar Rollerblades wären vielleicht cool. Da könnte ich hier durch die Gegend heizen. Yeah, zoom, zoom. What? Die Uhr geht ja falsch. Na, ich weiß. Stell sie richtig. Nein. Ja, nein. Yay, Bundle complete. Da fliegt ein kleiner Ballon. Reward. Oh, 30 wilde Spring Seeds. Das ist gut. Das ist jetzt aufgeblüht. Haben wir Winter, Sommer, Herbst, Konstruktion. 10 Hardwood. Boah. Okay. Hey, lauf doch nicht weg. Okay. Wir haben scheinbar zwei neue Handlungsfelder. Gucken wir mal, was wir hier oben haben. Pantry. Spring Crops Bundle. Aha. Hey, Bohnen und Parsnip habe ich. Potato habe ich und eine Cauliflower wächst gerade. Chain. Wollet die 5 goldene Parsnips. Okay. Summer haben wir noch nicht. Artisan. Klamotten, Trüffelöl. Aha. Ziegenkäse, Käse, Honig, Marmelade.
Okay, ist einiges, was sie hier haben wollen, aber ich habe nur 6 Plätze, also glaube ich ganz gut. Animal Bundle. Das sieht wirklich sehr interessant aus. Moment. Musste kurz husten. Gut. Was haben wir da vorne in der Vitrine? Vitrine, Latrine. Och, ein Fischtank. Sunfish, Catfish, Shit. Ich hab doch schon ein paar Fische. Fische.